Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mist Survival Game of the Series von Zero. Und ach ja, guck mal hier, jetzt sind wir noch alleine da. Und wir haben also eine Krankenschwester, die uns irgendwie auch nicht heilen kann, oder? Ich weiß es nicht. So, hatte ich meine Sachen so hingelegt? Mein Inventar ist noch halb voll. Wir müssen für unser Auto noch ein Ersatzteil finden und wir haben sogar ein Pfeil. Nur haben wir leider keinen Bogen. Und vor allem, das ganze Zeug trocknet gerade bei uns in der alten Hütte. Ja, schön. Aber egal, egal. Wir wollten gerade ein bisschen was verstauen. Hier können wir zum Beispiel Munition schön hinpacken. Mehr Munition habe ich nicht. Na gut, dann nicht. So, hier haben wir ja Lebensmittel. Das kommt da nicht hin. Hatten wir Lebensmittel nicht da? Nee. Lebensmittel unten. Falls wir irgendwann mal jemanden mit Rollstuhl bekommen, sollte er. Ach. Sollte er die Möglichkeit haben, alles zu holen. So. Können wir hier Messer platzieren. Guck mal, wir haben so viel Platz. So viel Platz. So, da haben wir Trinken. Trinken sollte auch hier unten sein, ne? Ja. Trinken packen wir dann auch hier unten hin. So, Salz kommt mit. Das kommt separat hier oben hin. Ne? Weil Gewürze und so, ne? Ihr Boost ist auch ein Gewürz. So. Ah, ich weiß gar nicht, was ich alles hier so reinpacken soll. Ich werde erstmal versuchen, irgendwo ein bisschen Ordnung zu haben. Ich weiß nicht, woher ich diesen Eimer habe. So, dann Komponenten können hier ruhig rein. Nägel gehören auch dazu. Packen wir hier zum Trinken noch das hin. Ich brauche in der Garage auf jeden Fall noch einen Schrank für Batterien und so ein Kram. Hä? Okay, ich dachte, ich hätte das in einen anderen Schrank eingepackt. Solange packen wir es hier rein. So. Wir müssen auf jeden Fall die Räume gut nutzen für unseren Stauraum, sodass wir wissen, wo die Sachen sind und sie nicht suchen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon. Oh, ich bin dehydriert. Ist ja gar kein Problem. Ich muss irgendwie an Wasser rankommen, ne? So. Sehr schön. Sind wir schon mal satt? Wir haben einiges zu tun. Wir müssen uns hier umsehen. Es ist aber. Achso, es ist 6 oder 7 Uhr morgens. Wir waren ja erst gerade schlafen. Wir brauchen Ersatzteile und vor allem brauchen wir Wasser. Eine Wasserquelle. Weil ich muss auf jeden Fall nochmal nach Hause fahren und ein paar Sachen holen. Und gleichzeitig muss ich noch. Mein Auto auseinanderbauen. Also nicht auseinanderbauen, sondern looten. Alles, was drin ist. Ist das hier eine neue Straße? Nehme ich alles mit. Du hast auch bestimmt einen Motor. Geil. Naja. Nicht das, was ich wollte, aber gut. Ey, da hinten ist so ein fetter Berg. Interessant. Ich glaube, es wird neblig. Und wo kommt der denn her jetzt? Ich glaube, es wird neblig. Wir sollten zurück. Was meint ihr, wird es jetzt gerade neblig oder bilde ich mir das ein? Ich hab auch überhaupt keine Axt, ne? Die habe ich ihr gegeben. Mädel, ich brauche meine Axt zurück. Ich glaube, es wird neblig und ich muss looten. So, Status und Inventory. Ja, dann nimm hier, nimm Messer. Du kommst bestimmt besser klar als ich mit dem Messer. So, das Ding ist auch halb kaputt. In meinem Auto gibt es noch Ersatz. Ist leider im Auto, ne? Und nicht bei mir. Wie sieht's hier aus? Habe ich hier noch Munition? Nein. Ja, ist eine einzige Munition. Hä? Hey! Ich dachte, ich habe hier eine Rifle.
Das ist eine Schrot. Achso, das ist eine Schrotflinte. Naja, besser als nichts. So, kurz ein paar Sachen ablegen. Wieder richtig viel Stuff. Einmal kurz rausgegangen, Taschen voll. So soll's sein. Trinken. Und essen. So, den Motor werfe ich jetzt einfach mal hier hin. Ich weiß nicht, ob es gerade neblig wird oder nicht. Strange. Aber egal, wir wissen uns zu verteidigen gegen Zombies, also ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen. Es sei denn, es kommen mehrere auf mich zu, dann bin ich am Arsch. So, da hinten war ja die Straße, ne, wo auch mein Auto ist. Oh, das ist mein Haus. Oh, ich dachte, das wäre richtig dichter Nebel. Laufen wir einfach mal in die Richtung. Ist das ein Wasserturm? Haben wir jetzt unendlich Wasser? Ich glaube nicht, ne? Es wird hier doch gerade neblig. Ich will hier einfach nicht wechseln, solange es neblig wird. Ach, cool. Einen Stumpf haben wir schon mal. Eine Axt haben wir auch jetzt wieder. Jetzt kriegst du auch wieder deine Axt zurück, Mädel. Hier. So, nimm mal meine dämliche Axt. So, das Messer können wir hier auch wieder hinwerfen. Bis wir irgendwie Stauraum gefunden haben. Ich check's nicht. Wird es jetzt neblig oder nicht? Das Spiel verarscht mich doch. Na komm, gehen wir. Wir müssen einfach dieses Ersatzteil finden. Ich hab keine Zeit, rum zu trödeln. Wenn ich rumtrödel, dann bin ich am Arsch. Ach, komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe letztens erst Tausende davon gesehen, weißt du? Weil theoretisch könnte ich nach Hause laufen. Und dann hätte ich das Ding auch. Oder ist mein Auto auf der Seite? Ist jetzt verwirrend. Das Gebäude kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Hier scheint auch alles gelootet zu sein. Ey, wir waren hier, definitiv. Wir haben nur die Flasche hier vergessen. Und das. Ja, ich könnte jetzt bis zu meinem Auto laufen, ne? Mein Auto müsste ja hier irgendwo, ja, dahinter muss es sein. Da. Und hier zum Haus wollten wir zurückkehren. So bitter. Ja, hier sind wir runtergelaufen zum Haus, hä? Ist das eine... Ja, hier ist eine Kurve. Könnte daran liegen, ja. Hier waren, glaube ich, Zombies drin. Ja, wenn ich hier fündig werde, dann bin ich schon glücklich. Oder hatte ich den weggehauen? Ne, der war schon weg. Aber hier war noch Loot. Ich hab mich hier nicht richtig umgesehen. Hoch kommen wir leider nicht. So, eine Feder. Vielleicht finden wir hier auch Ersatzteile, wer weiß. In der Küche bezweifle ich das aber stark irgendwie. Ich weiß nicht warum. Die Garage, Freunde. Die Garage.
Hier muss das doch sein. Irgendwas. Vielleicht kann ich es ja auch bauen. Aber ohne Werkbank wird das nichts. Oder vielleicht brauche ich auch sogar Werkbank Stufe 2. Ja, dann würde ich sagen, dringen wir einfach weiter in den Wald hinein und dann lassen wir uns überraschen. Vielleicht finden wir ja eine Werkstatt oder so. Es kam mir wirklich nur neblig vor. Naja. Unser Glück. Hier ist absolut nichts. Ein sinnloses Gebäude. Geil. Wenn ich hier wenigstens Strom anmachen könnte und ein Fernsehen gucken könnte oder PC spielen. Ich spiele ein Spiel in einem Spiel. Das wär's doch. Wieso sammle ich den ganzen Scheiß überhaupt auf? Ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall jetzt wissen ist, wir sollten mit dem Auto nicht in den Wald fahren, sonst sind wir ziemlich gearscht. Das Auto geht nämlich schneller kaputt, als man denkt. Ah, oh, Wohnwagen. Oh, Scheiße. Ich habe nur eine Schrotflinte. Zeit für ein bisschen Stealth-Action, würde ich sagen. Mal gucken, ob ich so viel Glück habe wie beim letzten Mal. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht so krass vieles zu verlieren. Ich meine, ein paar Sachen schon, ja. Ich würde hier schon gerne reingehen. Vielleicht finden wir hier noch jemanden, der unserer Crew beitreten will. Den komme ich nicht ran, ne? Ich könnte ihn mit der Schrot voll pumpen. Dann wissen die anderen, dass ich hier bin. Ungünstig. Oh, hätte er mir nicht die Rücken zudrehen können. Ich muss das einmal testen. Meine kleine Antenne. Ich muss das einmal testen und einmal schaffen, jemanden von hinten zu stabben. Können wir hier was sehen? Eine Wasserflasche sehe ich ja. Scheiße, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ich weiß nicht, wie ich an die rankommen soll. Okay, dann müssen wir zurück und den Typen mit der Schrotflinte vollpumpen und dann weglaufen. Einen töten und dann abhauen. Und hoffen, dass sie mich nicht verfolgen. Und dann wiederkommen. Ach Gott. Von beiden Seiten eine Wache. Okay. Ich werde so sterben. Der Potzer hat mich gesehen. Ja, so kann's kommen, ne? So kann's kommen. Bleeding und alles. Ach.
Ich meine, ich habe jetzt, ja, ich habe ein bisschen was verloren. Das ist jetzt aber nicht die Welt, ne? Ist jetzt nicht die Welt. Meine Wasserflasche ist weg, cool. Egal. Kann ich mit leben, Leute. Ich kann damit leben. Wir gehen einfach zurück und versuchen es noch einmal. Das war falsch. So. Mittlerweile können wir es ja. Wasserflaschen hier. Okay. Vielleicht hätte ich die Tür zumachen sollen. Meine Crowbar ist weg, ne? Oh, shit. Ich wette, die werde ich. Oh! Werde ich brauchen. Okay, Zombies. Gibt neuer Loot. Ich meine, ich habe sowieso jetzt nichts zu verlieren. Bin ich eigentlich rechtzeitig sogar gestorben, ne? Ah, gut, wir haben wieder eine Truppe vor unserer Nase. Einen haben wir getötet. Ein paar Sachen von uns liegen da noch. Und ich glaube, ich muss niesen. Ah, Gesundheit, Zero. Danke. Okay, da hinten ist ein. Oh. So, Zombies. Weißt du, die läuft hier einfach rum. Die kackt doch ab. Die hat doch nicht so viel Leben. Ich werde dich beschützen, Mädel. Oh, jetzt kommen beide auf mich zu. Shit. So, kurz den Loot hinwerfen. Zack. Damit wir den nicht verlieren. Sehr viel Leben habe ich nämlich nicht. Wo ist eigentlich mein Mädel hin? Eine Kartoffel mehr hast du nicht zu bieten? Hallo? Du Zombie? Ich muss auch schrecklich aufpassen, dass ich nicht umzingelt werde. Hey! Zombie! Ah, geht doch. So, da ist mein neuestes Opfer. Bist alleine, ne? Finde ich gut. So, kurz Munition abladen. Hey! Was soll der Scheiß? Junge! Oh, da einfach hier mein Fenster ein. Was ist denn los mit dem? Bist der Zombie? Hallo? Salz! Was läuft denn mit Salz durch die Gegend? Was soll ein Zombie mit Salz? Den Menschen salzen, den er gerne isst. Vielleicht mag er es einfach würziger. Ich finde, wenn Zombies so von draußen auf einen zulaufen, ist es leichter, als wenn du im Haus kämpfst. Schon wieder Salz. Im Haus zu kämpfen ist so, keine Ahnung. Es sind doch mehrere Zombies. Oh, ich hab geblutet. Scheiße. Ich hab's nicht bemerkt. Egal, ich hatte Salz und so ein Kram. Also das ist jetzt nicht die Welt. Und wenn, dann liegt das vielleicht hier noch irgendwo. Ja, hier. Da. Racks liegen hier. Ja, mehr kriege ich aber nicht wieder. Naja, schade. Ah, oh, jetzt hört's auf. Ein Zombie doch, bitte! Du! Oh, es hört doch nicht auf. Hallo? Zombie? Ich frage mich, ob ich hier einen Garten anlegen kann.
Mit der Tomate. Mit der Kartoffel. Mit der Tomate. Ich weiß, was Kartoffeln sind, keine Sorge. Electronic Part. Seltener Loot, ich danke dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Genau deswegen muss ich aufpassen. Wenn ich auf einen Zombie zustürme. Wenn zwei auf mich zukommen, ist vorbei. Ein einziger geht immer. Oh Gott. Loot-Parade. Genau aufpassen. Ziel aussuchen. Und zuschlagen. Oh, ich hatte Angst wegen dem Bären. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, der Nebel lichtet sich wieder. Ja. Nebel ist wieder weg. Wir haben ordentlich gelootet, Freunde. Yeah. So, das Kampfmesser kann da bleiben. Die Munition. So, okay. Wir haben 7-mal Rifle-Munition gefunden. Wir haben Essen gefunden. Boah, ist das nice. Ay, ay, ay. Richtig cooles Zeug. Wir haben unser Messer verloren. Unser Crowbar haben wir verloren. Kann man drüber streiten, ob sich das gelohnt hat. Aber essenstechnisch und trinkentechnisch hat sich gar nicht gelohnt, ne? Ich habe ja sogar mein Trinken verloren. Aber eine Wasserflasche habe ich noch. Trotzdem müssen wir immer noch die Ersatzteile finden. Sonst kommen wir nicht zurück. Können unsere Sachen nicht sichern. Das ist ein bisschen kacke. Aber naja. Legen wir erstmal den ganzen Scheiß hier weg. Das sind meine ersten Electronical Parts, ne? So, Kartoffel. Ich wette, die können wir rösten oder braten oder irgend so ein Kram. So. Hier essen wir alle. Packen wir hier einfach alles rein, so. Okay, suchen wir uns einfach eine Richtung aus und gehen dahin. Ich sage, ich gehe nochmal zu den Banditen. Musst du nicht sterben? Okay. Der hatte nicht so Bock. Ah, ich hätte das mit dem Messer testen sollen, ne? Aber ich habe mein Messer nicht dabei. Ah, jetzt habe ich auch keinen Bock zurückzulaufen. Wir gehen so weiter. Ah, der Bär. Ah, gehen wir doch nicht auf die Nüsse, Bär. Such dir ein Hobby. Fang Fische oder so. Oh mein Gott. Du dreckiges Subjekt. Fuck! Munition verschwendet. Oh, guck mal, da geht's nach Hause. So weit weg ist das gar nicht, ne? Ja, ich werde den Bären eh nicht wiederfinden. Mit der Säge könnte ich arbeiten und mit der Axt. Ist zwar nicht so präzise, aber... hey. So, ich hätte gerne... 2 Units. Ja, gut.
Wir brauchen auf jeden Fall das. Das Hike brauchen wir, glaube ich, momentan nicht. Ich könnte auch einfach alles rausholen. 5 Stunden. 22 Stunden. 15 Stunden. Okay, ich sehe schon. Wir sollten ein bisschen minimieren. So viel Essen brauchen wir auch nicht. Das kann alles weg. Ja, gut. Mit der Axt dauert es ein bisschen länger. Naja, 5-mal Essen, 2-mal Innereien, die kann ich dann trocknen und dann passt das schon wieder. So. Okay, war mir eine Freude, wer? Kann ich hier noch irgendwas rausholen aus deinen Füßen? Aus deinem Kopf kann ich noch ein bisschen Fleisch rausziehen, ja. Das will ich gar nicht. Oh, dann wird es auch schon wieder dunkel. Geilo. Ja, oh, okay. Wir haben es geschafft. Direkt vor meinem Haus war das Ding. Aber wir haben es gefunden. Das heißt, wir können in der nächsten Folge morgen können wir direkt losziehen, unser Auto wiederholen, ein paar Sachen von zu Hause abholen und dann können wir uns freuen. Ich werde wahrscheinlich auch zu Hause alles demolieren, um so viel rauszuholen wie möglich. So, das freut mich. Aber wir werden auf jeden Fall zuerst hierher fahren und die Sachen abgeben und pipapo. Freunde, wir sehen uns morgen, wenn es losgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.